Ja, hallo und willkommen zurück zu einem weiteren Video hier mit uns bei uns auf Monte Cruz. Schön, dass ihr wieder zuschaut. Wie ihr seht, ich bin heute schon ein bisschen wärmer eingepackt, jetzt schon Mütze auf. Das ist ein Jahr der Extreme. Der Sommer war extrem lang und heiß und der Winter kommt jetzt auch schneller als alle dachten. Und gerade früh wird es jetzt schon richtig kalt, werden inzwischen raureif im Tal und gerade jetzt hier im Schatten ist es echt auch tagsüber schon recht frisch. Und ja, deswegen müssen wir uns das auch schon mehr anziehen. Ja, wir haben jetzt bloß noch 4 Tage auf dem Grundstück, müssen noch einiges schaffen. Und deswegen kommt es auch heute endlich mal dazu, freut mich schon seit einer ganzen Weile, dass wir endlich mal den Brunnen, unser dreckiges Wasser aus dem Brunnen hier auspumpen. Und haben uns dafür eine super Schmutzwasserpumpe besorgt, ein recht großes Modell. Haben jetzt hier, ich habe jetzt immer, wie ihr hinter mir sehen könnt, an so eine, den Ansaugschlauch, der dann in den Brunnen gelassen wird, an so einen Eukalyptus-großen Stock hier gebunden, dass man dann auch mal ein bisschen rumstochern kann. Und jetzt hier ganz vorne dran ist praktisch das Sieb, was alle größeren Partikel von der Pumpe fernhält, die halt kaputt machen würde. Hier sind halt recht große Löcher drin, die sind jetzt halt so, ja, so einen halben Zentimeter, alles was da durchgeht, das schafft die Pumpe. Alles was größer ist, bleibt halt dran kleben. Ja, der Plan ist jetzt, dass wir den Stab da reinlassen. Erstmal gucken wir, wie tief der Brunnen ist. Das wissen wir nicht. Der kann halt irgendwie 4 Meter sein, 3, 6, kann aber auch 10 bis 20 Meter sein. Glaube ich aber eigentlich nicht, dass der so tief ist. Ich denke mal, dass so maximal 10. Und wir haben jetzt mal getestet. Man kommt nach ungefähr 3 Metern auf eine Schicht, wo halt dann der ganze Schlick losgeht. Hier ist jetzt über Jahre hinweg der ganze Laub und alles Mögliche reingefallen, was ich jetzt halt da unten abgesetzt hat und wahrscheinlich auch Faulgase gebildet hat. Das wird dann auch ordentlich stinken, denke ich mal. Ja, und dann ist halt die Frage, wie man den wirklich sauber macht. Man hat jetzt halt schon so einige Horror-Stories gehört, dass Brunnen, wenn man die dann ausgepumpt hat und reingeht, um die mal richtig zu säubern, auch schon zusammengekracht sind und da Leute drin auch gestorben sind. Deshalb werde ich das nicht tun und deswegen haben wir das jetzt so geplant, dass man praktisch immer Wasser ansaugt und das Wasser, was auf der anderen Seite wieder rauskommt, praktisch, dass man das auch gleich wieder hier reinleitet in den Brunnen und mal so richtig tief runtersteckt, dass der ganze Dreck halt unten aufgewirbelt wird und dann von der Pumpe wieder nach oben gesaugt wird. Das macht man dann eine ganze Weile und dann spritzt man das ja halt übers, so weit wie man halt kommen. Da ist jetzt nochmal ein 20 Meter Schlauch dran. Da wird Tosca dann stehen und das gleich ein bisschen über die über den Garten verteilen, wo jetzt halt schon der Gründünger liegt und so. Das ist ganz gut. Regen soll jetzt erst am Wochenende kommen und Wasser schadet ja eigentlich nie. Genau. Ja, und dann geht's jetzt mal los. So, es ist vollbracht. Der Brunnen ist erstmal leer. Ich zeige es euch mal. Das sieht man jetzt hier so. Ich schätze mal, das sind jetzt hier so 5 Meter bis zum Grund. Da unten liegt jetzt halt noch auf dem Schlamm. Wir mussten jetzt aufhören, weil die Pumpe einfach nur noch sofort den Dreck angesaugt hat und verstopft war. Und da ist jetzt halt schon noch gar nicht viel Zeug, was jetzt an sich noch raus müsste. Aber wir kommen jetzt halt nicht runter. Werde ich jetzt auch erstmal nicht tun. Wir warten jetzt auf jeden Fall noch mal bis morgen früh, bis das vielleicht schon wieder ein bisschen nachgelaufen ist, das Wasser. Wir machen dieselbe Prozedur noch einmal und müssen das dann vielleicht nächstes Jahr noch mal machen, im Frühjahr oder so. Das
Müssen wir dann sehen. Und dann halt mal schauen, wie klar das Wasser wird, was jetzt hier von unten nachgedrückt wird. Vielleicht reicht es ja schon. Ein bisschen Moder und Schlamm ist da unten immer drin, aber das bleibt ja auch immer unten. Deswegen mal abwarten. Und nun zum Schluss werden wir uns noch den hinter mir zu sehenden Brombeerwurzeln widmen. Die werden wir heute noch verbrennen. Ja, da haben sich jetzt ganz schön viele angehäuft, auch einfach nur von dem vorderen Teil des Gartens, den wir jetzt halt von den Wurzeln befreit haben. Ist ganz schön viel geworden, wie ich finde. Ja, und damit zelebrieren wir dann auch eigentlich schon fast das Ende unseres jetzigen Hierseins schon wieder. Jetzt sind es noch 3 Tage, die wir haben. Ja. Ja. Und dann geht's mal los. Fertig. Wie ihr jetzt hinter mir sehen könnt, ist das der Haufen, der von uns noch so schön gebrannt hat. Den habe ich jetzt mit Erde überdeckt, weil ich hoffe, dass da drin jetzt noch Pyrolyse stattfindet, also praktisch eine Verbrennung oder ja, Verbrennung ohne Sauerstoff. Das ist praktisch nur verkohlt, dass alles, was jetzt da drin ist, praktisch nicht zur Asche wird, sondern dass wir dann noch ein bisschen Holzkohle daraus kriegen. Wie auch immer das jetzt passiert, ich lasse es jetzt über Nacht so und dann kommen da morgen ein paar Kannen Wasser drauf und dann kommt das mit auf unseren Terrapreta-Meiler, um halt die schwarze Erde, die wir versuchen selber herzustellen, noch mehr damit zu beeinflussen. Mal sehen, was passiert. Okay, ja, wie man jetzt hier sehen kann, hinter mir, habe ich jetzt die ganze Erde, also die Holzkohle praktisch jetzt, die ich mit Wasser übergossen habe, noch eine Nacht lang da drin gelassen, damit die richtig schön auskühlen kann. Und habe das jetzt alles hier rübergebracht. Hier sind wir jetzt gerade hinterm Gartenbereich. So, hier habe ich jetzt mal die Versuchsecke für die Terrapreta gestartet. Und da habe ich das jetzt alles praktisch aufgehäufelt. Und darunter sind jetzt halt noch alle Zutaten, die man für die Terrapreta so braucht. Das heißt, alles aus dem Kompostklo. Dann ja, biologische Abfälle, alles, was wir jetzt so kochen und so. Dann die ganzen Schalen und alles, was halt biologisch abbaubar ist. Ja. Und habe das jetzt immer mit Folie überdeckt, weil jetzt hier an sich eine Fermentation starten soll. Und die passiert auch unter Luftabschluss. Das ist jetzt hier nicht ganz möglich. Ich habe jetzt nicht mehr Folie, aber irgendwie wird das schon funktionieren. Ich habe jetzt hier noch EMs, also effektive Mikroorganismen, draufgesprüht und hoffe, dass es dann jetzt alles so in Gang kommt und wir super Terrapreta rausbekommen. Wer jetzt mit den Begriffen Terrapreta und effektive Mikroorganismen nichts anzufangen weiß oder sich da genauer drüber informieren möchte, würde ich jetzt einfach mal auf andere Videos auf YouTube verweisen. Ich will jetzt hier nichts Falsches erzählen über Terrapreta, was man dazu alles braucht und warum das so gut ist, wie es heißt. Ja. Und damit wäre das Thema jetzt erstmal hier abgeschlossen. Jetzt warten wir einfach mal ein halbes Jahr und dann schauen wir da mal unter die Plane, wie es aussieht.